So, wir haben jetzt hier einen Motor von VW, 2 Liter Commodore CUAA oder B oder C, was da auch immer dahinter kommt. Ist vierstellig. So, wir haben jetzt alles schon abgebaut, Zahnriemen oder OT-Zeiten abgesteckt. Einmal die Nockenwelle hier, der hat nur eine Nockenwelle. Der Pfeil hier muss nach oben zeigen. Da, hier kommt der Dorn rein. Hochdruckpumpe haben wir auch abgesteckt. Hier sieht man das. Und dann unten an der Kurbelwelle kann man das auch sehen. Dann kommt die auch automatisch. Das heißt, die Kurbelwelle muss ungefähr in dieser Position stehen, so dass die Teilenummer oben, ja, fast oben, 2 Uhr steht, 1 Uhr sieht man das. 04L 105 263E haben wir hier. Ja, dann kommt das Ding hier rein. Ja. Filmen und arbeiten ist halt. So, jetzt haben wir es drin. Gucken wir es von unten, von oben an. Da sieht man es auch nochmal. Zack, abgesteckt. Ja, fertig. Jetzt kann der Zahnriemen runter. Spannrolle, Wasserpumpe und der neue drauf. Jetzt kommt noch die Wasserpumpe raus und dann wahrscheinlich noch die Dichtung, wenn wir wechseln. Am besten die immer mitbestellen. So, auch super, super wichtig. Gegenhalte benutzen. Immer raus. Gegenhalte benutzen. Die Schraube hier lösen. Hier die Schraube auch lösen mit so einem Gegenhalter, ja, damit wir hier die Spannung wegbekommen. Hier, da und dann den Zahnriemen erst draufsetzen und spannen. So, kurzes Fazit: Was brauchen wir alles für diesen Motor? Gegenhalter für die Abschlusspumpe, Nockenwelle müssen wir vorher alles lösen. Ja. Gegenhalter lösen und auch zu festziehen. So, dann Gegenhalter hier mit Zapfen. Hier lösen und zu festziehen. Dann haben wir unten Kurbelwellen, Absteckwerkzeug. Hoppala, die ist da rein. Ihr nehmt entweder dieses Werkzeug oder wir haben auch noch das Werkzeug hier. Das ersetzt alle drei Werkzeuge, zeig mal die anderen zwei, die T1, 0. Ersetzt auch dieses Werkzeug hier. Das ist die, müsste die Originalnummer sein, T10100. Und einmal die T10050. Das ersetzt alles, wie auch dies auch. Ja, das Ganze wegräumen. So, und dann noch die Dorne, 6 mm. Die tun wir jetzt raus. Wir haben jetzt alles schon mal durchgedreht. Die Spannung passt auch. Wir werden das hier zusammenbauen und somit ist der Zahnriemen auch gewechselt.